Schnappi war seinerzeit interessant. Es war ein harmloses, von einer 9-Jährigen gesungenes Kinderlied, das aus irgendwelchen Gründen wirklich populär wurde. Und ich meine wirklich, wirklich populär. Seit dem Jahr 1999 singt die damals 4-jährige Joy Gruttmann in einem Chor gemeinsam mit anderen Kindern für ihre Tante Iris Lieder ein. Iris Gruttmann komponiert beruflich Kinderlieder für die Sendung mit der Maus. Sie bekam im Jahr 2000 sogar eine goldene Schallplatte für ihre Arbeit an Gute Nacht Geschichten und Lieder mit der Maus. Es ergibt ziemlich viel Sinn, dass Schnappis Geschichte in dieser Richtung beginnt. 2 Jahre später hatte Joy dann einen besonderen Wunsch an ihre Tante. Sie wollte kein Lied haben, welches mit anderen geteilt wird, sondern eins ganz für sich alleine. Was daraus entstand, war Schnappi. Ein Kinderlied, welches an Klassiker wie den Biber Butzemann erinnert. Aber ich bin mir sicher, ihr habt irgendwann mal davon gehört. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, das liegt direkt an mir. Der Text an sich stammte allerdings nicht von Iris Gruttmann, sondern von Rosita Blissenbach und wurde nur etwas umgeschrieben. Generell war es nie geplant, mit dem Lied jemals in irgendeiner Hinsicht erfolgreich zu werden oder dergleichen. Der erste Release des Liedes fand sich auf einem Kinderalbum von ihrer Tante wieder. Iris Lieder, Lied für mich. Ich bin nicht hier, um das Cover zu kritisieren, aber im namensgebenden ersten Lied des Albums geht es darum, dass Joy von ihrer Tante ein Lied ganz allein für sich haben will. Ich bin mir an dem Punkt unsicher, ob Schnappi, das kleine Krokodil, wirklich so entstanden ist oder ob nur alle davon ausgehen, weil in diesem Lied die Rede davon ist, aber so viel dazu. Ein wenig später wurde es noch auf dem Großes und Kleines mit der Maus Sampler veröffentlicht, von wo aus es vermutlich an seine Popularität kam. Schnappis Durchbruch ist wie viele Erfolgsgeschichten des frühen Internets auf irgendeine Person zurückzuverfolgen, die das Lied irgendwann irgendwo hochgeladen hat. Von dort aus hat es sich langsam aber sicher über fast 4 Jahre hinweg immer weiter verbreitet und wurde nach und nach immer populärer. Ähnlich wie der Crazy Frog oder Moorhuhn. Ich erkenne langsam ein gewisses Muster in den Videos hier. Iris Gruttmann wurde im Sommer 2004, während Joy noch mit ihrer Familie im Urlaub war, von Arbeitskollegen darauf aufmerksam gemacht, dass irgendwas mit diesem Schnappi-Lied vor sich geht und sie es besser mal googeln sollte. Was sie vorfand, waren überwältigend viele Websites, auf denen über Schnappi geredet wird. Wie sich herausstellte, wurde das Lied irgendwann im Jahr 2004 ins Internet gestellt und über diverse Foren und Tauschbörsen massenweise verbreitet. Zwischenzeitlich wurde es sogar von dem Radiosender SWR3 abgespielt. Ich weiß nicht mal, woher die Rechte dafür hatten, aber es dürfen nicht scheinbar. Oh, und auf Wacken in den Pausen zwischen den Auftritten. Und weil es einige unter euch freuen wird, noch bevor das erste Musikvideo zu Schnappi fertig war, wurde eine frühe Vorabversion davon auf NBC Giga geteilt. Weltexklusiv, schauen wir jetzt uns das Schnappi-Video an. Solltet ihr auch nicht verpassen, ist wirklich eine feine Sache. Bitte genießt doch einfach diesen kleinen Schmunzler. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Komm aus Ägypten. Der Erfolg im Internet war auf jeden Fall schon mal gesichert. Die Frage war nur, ob Schnappi auch stark genug wäre, um mit einer richtigen Single-CD landen zu können. Antwort ist ja. Ja, ist es. Polydor Records, welche heute als Universal Music bekannt sind, kümmerten sich um den Release. Am 6. Dezember 2004, was übrigens gleichzeitig auch Joys Geburtstag ist, war es dann soweit. Die CD wurde auf die Läden losgelassen und in Massen verkauft. Schnappi war nicht nur in Deutschland ein Hit mit 25 Wochen in den Charts, sondern auch in Österreich mit 34 und der Schweiz mit 30 Wochen, davon 10 allein in Deutschland auf Platz 1. Schnappi bekam sogar den ersten und einzigen Echo in der Kategorie Download Single des Jahres 2004. Das Lied hatte die Wurzeln seines Erfolgs immer noch im Internet. Was sehr interessant ist, da die großen Labels damals eigentlich sehr stark gegen Downloads waren, da sie den Plattenverkäufen vermeintlich schaden würden. Mit Schnappi hatten sie dann aber einen Hit, der durch das ganze Internet hinweg geteilt wurde und trotzdem zu einer Platz 1 Single wurde unter Vertrag. Vielleicht haben Downloads, für die niemand zahlt, sogar doch einen positiven Effekt auf die Verkaufszahlen. Aber es werden noch einige Jahre vergehen, bis die Musikindustrie sich etwas mehr mit der kostenlosen Verbreitung über Internetplattformen auseinandersetzen wird. Anschließend gab es noch diverse übersetzte Versionen für verschiedene Länder, wie zum Beispiel Frankreich. Je suis Schnappi, le petit crocodile. Je viens du Congo. Tschechien. Ja, jsem chlapí, maličký krokodýl. A frise bydlím, pretečo řekanil. Eine wunderschöne Sprache. Und dann gab es natürlich noch eine japanische Version, denn
Natürlich würden Japaner sowas lieben. Die konnte ich allerdings nirgendwo finden. Sie soll aber existieren. Weiß noch nicht wo. Lustigerweise gab es sogar einen kurzen Zeitraum, in dem Schnappi auf Deutsch Platz 1 der niederländischen Singlecharts belegte und die niederländische Version Platz 2. Die da drüben scheinen Schnappi vielleicht etwas zu sehr zu mögen. In den Liedern des ersten Albums Schnappi und seine Freunde geht es um Schnappi und seine Freunde. Der Titel ist ziemlich gut gewählt. Da war das Lama von Yokohama, welches später sogar als zweite Single veröffentlicht wurde. Ein Lama, das fliegt nach Yokohama. Es freut sich schon auf Reis und Fisch und sucht die Gabel auf dem Tisch. Die sieben Hummeln. Kleine Hummeln. Summ, 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 summ. Das Lied wirkt ein bisschen so, als hätte Iris keine Lust mehr gehabt, sich ein vernünftiges Lied auszudenken und einfach irgendwas gemacht. Und dann gibt es natürlich noch das melancholische Nilpferd. Dann rennt das kleine Nilpferd so schnell es kann. Es rennt schnell weg und sucht sich ein Versteck. Und natürlich hoppel, 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 ich bin der Hase Moppel. Hoppel, 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 ich bin der Hase Moppel. Hoppel, 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 ich bin der Hase Moppel. Sofern ich mir darüber ein Urteil bilden kann, wirkt es auf mich durchaus wie ein Album, an dem Kinder ihre Freude haben können. Es wirkt wesentlich besser produziert als zum Beispiel die Crazy Frog Alben, welche nur fürchterliche Cover waren. An der Stelle liegt es wohl an der Erfahrung von Iris Grothmann in dem Bereich. Das Design von Schnappi selbst stammte von dem Regisseur Jürgen Haas und die Nebenfiguren wie das Lama von Yokohama von Tom Drechsel. Das Design von Schnappi als Figur hat mit Sicherheit viel zu dem Erfolg des Ganzen beigetragen. Es ist schlicht und für das, was es ist, ziemlich perfekt, auch wenn mich das eine Haar auf seinem Kopf etwas irritiert. Von den anderen Figuren dagegen bin ich nicht allzu begeistert. Sagen wir einfach, dass man erkennt, welche Figuren von jemand anderen entworfen und illustriert wurden. Bei Live-Auftritten war Joy übrigens nicht grundlos immer neben der unbekannten Person in einem Schnappi-Kostüm zu sehen. Der große Schnappi war dabei, damit Joy nicht bei allen Auftritten alleine auf der Bühne steht und jemanden hat, mit dem sie interagieren kann. Inzwischen versicherte sie, dass ihre Eltern sie keineswegs auf die Bühne gedrängt haben oder dergleichen, sondern sie bei ihrer Entscheidung, wann sie auftreten möchte und wann nicht, unterstützt haben, was gerade bei Kinderstars oftmals alles andere als selbstverständlich ist. Die Popularität von Schnappi war aber keineswegs nur positiv. In diversen Internetforen, Videoplattformen und generell Websites ließen sich verschiedene Parodien von Schnappi finden, welche alles andere als positiv waren. Eine der populärsten war FIFA Ficky. Ich bin Ficky und ich geh auf den Strich. Doch viel Geld fürs Ficken krieg ich nicht. Was ich damals übrigens wirklich lustig fand. Und dann gibt's natürlich noch Schri Schra Schrödi. Schri Schra Schrödi, Schrödi Schrödi Schröpf. Schri Schra Schrödi, Gerhard Schröder Köpf. Die Version wurde sogar damals auf der offiziellen Schnappi-Website beworben. Oder die Schnüppi-Döner-Parodie, zu welcher es sogar ein animiertes Video von Renderpix zu sehen gibt. Brot als Laden, kaufe ich im Laden, dazu deine Waden. Schnüpp, schnüpp. Ich mag auch dieses mit, wenn ich raten müsste, einer unregistrierten Hypercam 1 aufgenommene Video zu einem Schnappi-Shooter-Spiel. Für ein reguläres Lied hat Schnappi doch etwas übermäßig viel Negativität auf sich gezogen. Wie kommt es nur dazu, Jamba? Es ist immer Jamba. Es läuft immer auf Jamba hinaus. Schnappi wurde ebenfalls sehr oft in den berüchtigten Jamba-Werbespots angepriesen. Es läuft auf das gleiche wie mit allen anderen Jamba-Maskottchen hinaus. Jedoch gibt es im Falle von Schnappi einen gewissen Unterschied. Die Grothmanns haben der Vermarktung durch Jamba vermeintlich nie zugestimmt und sind deswegen angeblich sogar gegen Jamba vor Gericht gezogen. Lediglich in einem einzigen Artikel ist davon die Rede. Auch darüber, wie die vermeintliche Gerichtsverhandlung ausging, finde ich absolut keine Informationen. Also haltet davon, was ihr wollt. Tragischerweise hat sich auf YouTube aber kein Schnappi-Subgenre wie bei dem Crazy Frog gebildet. Aus irgendwelchen Gründen ist die niederländische Version mit 42 Millionen Views das populärste Schnappi-Video. Danach, mit einer Differenz von 20 Millionen Views, kommt erst das deutsche Original. Wie gesagt, die da drüben lieben Schnappi.
Wenn eine Figur wie Schnappi erstmal derartige Popularität erreicht hat, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis Merchandise in allen möglichen Richtungen auf den Markt geworfen wird. Von Plüschkrokodilen über Kleidung mit einem kleinen Logo bis hin zu einem Brotaufstrich gab es alles. Den Brotaufstrich fand Joy selbst übrigens gar nicht mal allzu lecker, was ich mir bei dieser Farbkombination kaum vorstellen kann. Selbstverständlich gibt es aber auch ein offizielles Schnappi-Videospiel, welches von unseren guten Freunden von Phenomedia entwickelt wurde. Langsam wird es beängstigend, wie sehr ich mich bei diesen Videos im Kreis drehe. Schnappis 3 Fun Games können kaum als ein richtiges Spiel gezählt werden. Es sind lediglich drei absolut minimalistische Minispiele, die sogar für damalige Flashgame-Verhältnisse wirklich nicht gut gewesen wären. In Schnappi Schnapp geht es darum, zu springen und ein paar Fliegen zu schnappen. Ich habe eine Schnappgeste mit meiner Hand gemacht. Weiß nicht, ob man das hört. Je länger der Knopf gedrückt wird, desto höher springt Schnappi. Es gibt 20 Level davon mit wechselnden Gegnern. Das ist das beste Spiel auf der Disc. Schnappi Denk ist einfach nur Simon. Merk dir die Reihenfolge und mach sie nach. Pi. Schnee. 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 Ziemlich aufregend. Das letzte Spiel, der Schnappi-Tanz, ist wohl der große Aufhänger der Disc. Hallo, ich präsentiere euch euren Schnappi-Song. Präsentiert von Schnappi! Es ist ein Dance Dance Revolution-Spiel, welches wohl sogar mit einer Tanzmatte kompatibel wäre, die ich nicht besitze. Und ich habe nicht vor, mir eine für Schnappi zu kaufen. Und ja, das war alles, was es in diesem Spiel zu sehen gibt. Wieder mal ein Qualitätsprodukt der Phenomedia GmbH. Wie es aussieht, gibt es sogar ein Schnappi Trading Card Game. Zumindest habe ich davon ein paar Booster Packs auf eBay gekauft. Werfen wir einen Blick auf das Ganze und sehen, was sind Schnappi Booster Packs. Wir haben schlafenden Schnappi. Karte ist verkehrt herum. Schneemann Schnappi. Und der Mond schlafen Schnappi. Am Einschlafen Schnappi. Schnappi aus dem Ei. Schnappi beißt. Schnappi schläft in der... Au. Das hat nicht wehgetan, das war der Stuhl. Das ist das zweitenttäuschendste Booster-Pack, das ich jemals geöffnet habe. Das war nicht gut. Falls ihr interessiert seid, gibt es auf eBay hin und wieder Angebote mit 2000 Booster-Packs für 170 Euro. Man könnte sagen, dass die Nachfrage wahrlich gewaltig ist. Die Frage, die sich uns natürlich allen stellt, ist, wie hat Joys Umfeld damals eigentlich auf den großen Erfolg reagiert? Tragischerweise wissen wir die Antwort bereits. Die anderen Kinder aus ihrer Klasse begannen teilweise sie nur noch Schnappi statt Joy zu nennen und natürlich entwickelte sich auch eine Form von Mobbing gegenüber dem Kind, das dieses eine nervige Lied gesungen hat. Nach dem Hit konnte ich mich nur noch schwer in der Schule integrieren. Ich wurde immer gehänselt. Es ist ein Zitat aus einem Bild-Interview. Oftmals hat sie den anderen Kindern in der Pause sogar Autogramme gegeben, konnte ansonsten aber generell einer relativ normalen Kindheit nachgehen. Sagen wiederum andere Quellen, einschließlich ihr selbst in neueren Interviews. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wohl der nicht ganz so drastischen Version der Geschichte Glauben schenken. Wie reich wurde sie aber durch den Erfolg von Schnappi? Ich bin mir sicher, die Antwort wird euch erfreuen. Sie will nicht darüber reden. Was ehrlich gesagt die absolut richtige Entscheidung ist. Joy meinte aber, dass sie nicht davon leben könnte. Jetzt bleibt nur noch die Frage offen, was Joy denn heutzutage so macht, außer der ein oder anderen Interviewanfrage nachzugehen. Schon als Kind wollte sie entweder Architektin oder Tierärztin werden. Tatsächlich ist sie hinter diesem Traum auch immer noch her. Nach ihrem Abitur hat sie eine Tischlerlehre abgeschlossen und studiert inzwischen Innenarchitektur. Im Jahr 2018 sang sie ihr Schnappi-Lied dann zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder öffentlich, als sie in Luke, Die Woche und ich zu Gast war. Obwohl sie immer noch gerne singt, plant sie nicht, einer Karriere im Showbusiness nachzueifern. Nicht umsonst wird sie heutzutage üblicherweise mit dem Wort bodenständig beschrieben. Es geht üblicherweise nie gut aus, wenn man versucht, seiner Karriere nachzueifern, obwohl die Zeit dafür längst vorbei ist. Morhun. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr übrigens die Show über Patreon unterstützen. Wahrscheinlich sollte euch dafür mehr als nur ein Video gefallen haben. Ist ja vorteilhaft. Oder YouTube-Mitgliedschaft, wodurch ihr die Videos früher zu sehen bekommt. Und mir dabei helft, viel zu viel Geld für derartigen Schrott wie Millionen Schnappi-CDs auszugeben. Ich habe mir das Album von Joys Tante gekauft. Ich bin mir sicher, es gibt im Jahr 2019 nur eine Person, die dieses Album jemals kaufen würde.